1936, 1632 von Gerhard Richter, das wunderbare Buch von 1962, jemand mehr als 70.000, 75.000, 80.000, 85.000. Angespannte Stimmung bei der Versteigerung für zeitgenössische Kunst im Auktionshaus Lempertz. Bei der umsatzstärksten Auktion des Kölner Traditionshauses werden Werke von Gerhard Richter versteigert. 70.000. Es ist kein spannenderer Moment im Leben des Auktionators als der Auktionstag selber. Denn es ist immer ein Überraschungseffekt dabei. Wer entscheidet sich für was? Wie hoch gehen die Bieter? Seit 2012 ist Kilian Jay von Seldeneck in der Geschäftsführung von Lempertz. Die eigentliche Arbeit beginnt für ihn und seine Mitarbeiter schon lange vor dem Versteigerungstag. Monatelang wird dieser vorbereitet. Am wichtigsten ist der Kontakt mit Sammlern. Sie sind potenzielle Käufer, aber auch Verkäufer. Lempertz versteigert seit 1845 Kunst und ist das älteste familiengeführte Auktionshaus der Welt. Ja, also es gibt Bilder, die wir schon zwei- und dreimal versteigert haben, weil sie eben schon 1910, 1975 und 2017 bei uns im Angebot waren. Und das Vertrauen, was sich so über die Generationen aufbaut, ist natürlich etwas, was wir uns überhaupt nicht kaufen können. 90.000 Telefon. 95.000. 105.000. 105.000 sind geboten. Any more than 105.000? Zweimal? Dreimal, danke. 105.000 Euro für ein von Gerhard Richter gestaltetes Comicbuch. Es ist eine der frühesten Arbeiten des deutschen Künstlers. Seit den 60er Jahren experimentiert der heute 85-Jährige mit verschiedensten Stilen der Malerei. Dass selbst kleine Arbeiten sechsstellige Beträge erzielen, ist nicht verwunderlich. Gerhard Richter ist der Star des Kunstmarkts. Von allen noch lebenden Künstlern werden seine Arbeiten am höchsten gehandelt. Laut der Online-Datenbank ArtNet erzielten seine Werke zusammen mehr als 800 Millionen Euro auf Auktionen. Allein sein abstraktes Bild brachte 2015 41 Millionen Euro. Gerhard Richter ist natürlich ein Faszinosum und nicht von ungefähr erzielt er Rekordpreise und erfreut sich da einer unglaublichen Beliebtheit bei den Sammlern. Und nun die große Teidelandschaft von Gerhard Richter, Lot 633. Da muss ich beginnen mit 650.000. Auch online kann man bei Lempertz mitbieten, per Livestream. Die Gebote werden in Echtzeit an Mitarbeiter im Saal weitergegeben. Der digitale Kunstmarkt, rund ein Zwölftel der Umsätze wurden 2016 im Netz erzielt. Das sind mehr als 3 Milliarden Euro und ein Anstieg von 15% gegenüber dem Vorjahr. Sammler wie der Berliner Christian Schwarm nutzen die Möglichkeiten der Digitalisierung schon seit Jahren. Der 45-Jährige hat mit Independent Collectors eine Online-Plattform zur Vernetzung für Kunstsammler gegründet. Das Ziel, Privatsammlungen zugänglicher machen. Da Sammeln auch viel mit Entdecken zu tun hat, ist es für Sammler natürlich eine fantastische Situation, dass es heute so leicht geworden ist, an Informationen zu kommen, an aktuelle Informationen zu kommen. Gleichzeitig ist es aber auch so schwer geworden, weil wir vor einem nicht mehr überblickbaren Berg an Einflüssen, Impressionen und Informationen stehen. Und da so seinen Weg zu finden, da die Balance zu finden, das ist die Herausforderung heute. Auch Lempertz pflegt seine Online-Community. Die Herausforderung, Sammler dazu zu bringen, auf Werke zu bieten, die sie noch nie in echt gesehen haben. Deshalb produzieren sie Videos, in denen Experten die Werke vorstellen. Ich glaube, man kann in bestimmten Situationen Kunst auch durchaus seriös kaufen, wenn man das eigentliche Werk vorher noch nicht gesehen hat. Aber in den meisten Fällen nur dann, wenn man zum Beispiel das Werk der Künstlerin oder des Künstlers sehr gut kennt. Doch das klappt nicht immer. Trotz der Bekanntheit von Gerhard Richter gibt es diesmal kein Online-Gebot. Seine Teidelandschaft kauft eine Bieterin im Saal für 750.000 Euro. Dreimal. Sold for 750.000. Gratulieren. Thank you.